Somit haben wir die Mission abgeschlossen. Oh oh. So, hier haben wir Intelligenz. Sie haben eine Wackelpuppe von Schmaultek gefunden, von der nur wenig Exemplare produziert wurden. Die Inschrift am Sockel lautet: Sie sind schon wieder direkt in die Falle gelaufen. Wie blöd sind Sie denn eigentlich? Natürlich. Und mitgenommen. Den Vogel. Hallo? Hallo? Da vorne ist auch wieder eine Wackelpuppe. Stärke, um es genau zu sagen. Yeah, Stärke. Würdest du vielleicht? Sie haben eine Worte, bla bla. Eine Inschrift auf dem Sockel, am Sockel lautet: Aus dieser Lage werden sie sich garantiert nicht herauskämpfen können. Natürlich. Aber herausschießen? Geht einwandfrei. Wunderbar. Laden mal kurz nach. Ich sag den Nachladen. Ausdauer. Ausdauer. Die Inschrift am Sockel lautet: Weiter so. Sie haben ihr Ziel fast erreicht, wo auch immer dieses Ziel liegen mag. Wahrscheinlich nirgendwo. Ja. Sehr schön, diese Wahrnehmungsstörung hier, die eine Säge symbolisiert, die gerade den Boden durchsägt. Entschuldigung. Aber sehr schön. Ey. Alles klar. Wie, kann ich nicht mitnehmen? Ich kann sie nicht mitnehmen. Eine Nuka-Cola-Flasche. Die explodiert. Noch eine. Und noch eine. Es müsste nur noch Nadel und Faden kommen irgendwo. Nadel und Faden kommen ja noch. Sehr schön. Hier haben wir Athletik, glaube ich, oder? Beweglichkeit. Die Inschrift am Sockel lautet: Ist es nicht seltsam, dass alles, dem sie sich nähern, davonläuft? Tja. Papa. Papa. Oder wie auch immer. Unheimliche Störungen im Moment. Sichtmäßig, naja. Sieht gar nicht gut aus. Oh. Der Boden ist unten. Oben meine ich natürlich. Und wir laufen hier entlang, hier gerade. Wahrnehmung. Die Inschrift am Sockel lautet: Das sieht nicht richtig aus. Ganz und gar nicht richtig. Ja. Das ist korrekt. Da ist Nadel und Faden. Okay. Wir haben Geburtstag. Charisma, Mama. Ich kann Mama nur nicht aufheben. Auch den Daddybären kann ich nicht aufheben. Die Helden ja gerade in der Pfote. Guck, schau. Charisma. Die Inschrift am Sockel lautet: Oh Gott, wenn mein Kind so aussehen würde, dann würde ich es auch im Stich lassen. Ja, genau. Das ist ja mal richtig fies. Da liegt der toter Siedler. Und weg ist er. Hier liegt Amata. Moira müsste noch irgendwo liegen. Eldest der Lions.
Moira. Moira Brown. Gut, schau, dass die Bombe unter ist. Berg, Wackelpuppe, Glück. Die Inschrift also lautet, ihre Mutter ist tot und sie leben in einem postatomaren Ödland, in dem sie keine einzigen Freunde habe. Tja, sie sind nicht gerade ein Glückspilz. Glückwunsch, meine Liebe. Du wirst es schaffen und alles wird wieder gut. Mr. Bird? Bringt mir nichts. Glück? Nein, nein. Noch nicht aufstehen. Das wird nur wehtun. Okay. Spielt keine Rolle, ob ich den erschieße. Machen wir erstmal die Fliegen hier platt. 3 Stück an der Zahl. Kriege ich vielleicht mal ein Signal von dir. Nein! Das kannst du ja mal so schon abschminken, ne? Da ist nichts drin, außer schmutzig. Den Sack haben wir, glaube ich, auch nicht gebraucht. Zurück zur Kathedrale. Auf die Frage, ob ich da hinlatsch? Nö. Ich gehe nur noch zu dem Sack da hinten. Okay. Waren wir da vorhin eigentlich schon? Ein Sarg. Für Wieselchen Flink. Halt, hier wollen wir hin. Anbauhütte, Schauspielhaus. Ach so. Dann gehen wir mal dahin. Würdest du jetzt, danke. Du bist in unserem Stamm willkommen. Ey, mach auf die Tür, die Tür macht weit. Komm, mach hinne. Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Natürlich. Es hat funktioniert. Ist das Ritual abgeschlossen? Was ist mit mir passiert? Warum habe ich solche Kopfschmerzen? Man spürt nur das Bewusstsein, wie es zum ersten Mal sein ganzes Potenzial ausschöpft. Man erlebt das Gefühl, alle Grenzen sprengen zu können. Natürlich. Auch wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird, die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchtete Schwester. Das extra Punkerkraft wurde hinzugefügt. Der Verzehr von Punkerfrüchten hat nun verstärkte Wirkung. Woran glaubt der Stamm? Wer führt diesen Stamm? Warum wurde die Villa angegriffen? Woran glaubt der Stamm? Wir streben nach Expansion des perfekten Geists und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Wer führt diesen Stamm an? Jackson. Ein sehr weiser Mann. Er hat sich in seine Höhle der Einkehr zurückgezogen, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Ja, die Vögel von der Arche Internet sind auch so ein paar durchgeknallte Vögel. Die glauben genauso wie die hier an... Ja. Wo finde ich Jackson? Nur die Würdigen dürfen seiner Meditation beiwohnen. Mich hat er der Erleuchtung leider nicht für würdig befunden.
Ah, okay. Warum wurde die Villa angegriffen? Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Toll. Wie kann es sein, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Die Punga ist das Geschenk der Erde. Zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Höhlen hinter uns lassen wollen und nähert unser Bestreben. Er ist genauso durchgeknallt. Ich muss es los. Viel Glück auf der Suche nach dem rechten Weg. Er kann lauter sprechen. Ein Wunder preise den Herrn. Yeah. Werde eins mit deinem Geist. Was? Wie? Wo? Wer? Tritt ein, bring Geld herein, oder was? Der Friede sei mit uns. Oh, guck hier, kann man klauen. Flupp. Och, wir klauen ein bisschen. Hoppala. Kann ich die nicht klauen? Also, geh doch. Oh, habe ich dir dann ein ganzes Bunkerfrüchte geklaut? Es tut mir jetzt aber leid. Sackhefe. Das ist ein Köfferchen. Mit ne Klischee. Brauche ich nicht. Hab ich schon. Was haben wir denn da? Eine Zündflamme habe ich hier. Ja. Lehre deine Gedanken. Verstanden. Erfahre die Transzendenz. Aus diesen Worten spricht Weisheit. Stammesangehörige. Guck, schau, da ist Nadine. Right away. Stimpak. Oh, hier. Sideboy. Ja, Tunga. Genug gequasselt. Nicht viel los. Sag mal, wie laufen die denn hier? Entspanne dich. Also reden wir mal mit Nadine, nachdem ich gespeichert habe. Wir haben offenbar ein neues Stammesmitglied. Du kannst sogar noch in ganzen Sätzen reden. Du bist ja ein echter Glückspilz. Was meinst du mit nicht so viel Glück? Freut mich mal wieder jemanden zu treffen, der nicht verrückt ist. Nur nicht so voreilig. Ich könnte ja trotzdem vollkommen verrückt sein. Du kennst mich ja noch nicht einmal und sehen tut man das nicht unbedingt. Ich könnte freundlich sein und dir ganz plötzlich die Kehle durchschneiden. Was würdest du dann tun, du Klugscheißer? Doof gucken und verbluten. Aber da ich nicht geistig behindert bin, bin ich relativ gesund. Die anderen hatten nicht so viel Glück, als ihnen die Köpfe aufgeschnitten wurden. Die Köpfe aufgeschnitten? Wenn du so weiterredest, dauert es nicht mehr lang, dass ich auch verrückt werde. Die Köpfe aufgeschnitten? Fühlst du dich da drin wirklich gut? Du solltest deinen Kopf nach einer Narbe absuchen. Die haben wir alle, nachdem wir in diesem Sumpf waren. Naja, am Ende des Rituals, wenn du ohnmächtig bist, schneidet dir so ein Kerl den Schädel auf und befreit deinen Geist. Natürlich. Das heißt, er reißt das Stück Hirn raus, das anscheinend dafür verantwortlich ist, den Menschen zu hemmen. Aber das klappt nicht immer ganz. Jedenfalls kommst du mir recht aufgeweckt vor. Willkommen also in unserem Stamm. Ich heiße Nadine. Kannst du die Narbe wegmachen? Nadine, deine Mutter hat mich beauftragt, dich zu finden. Was weißt du über Jackson? In seiner sagenhaften Grübelhöhle, schätze ich mal. Wir dürfen nicht wissen, wo die ist. Anscheinend sind wir nicht erleuchtet genug. Ich hab die Schnauze voll, sag ich dir. Ich dachte, das würde ein echt geiler, sagenhafter Trip werden. Dabei ist der gleiche Mist wie überall sonst. Deswegen bin ich Jackson ja auch in seine bescheuerte geheime Höhle gefolgt. Echt? Klingt nicht gerade so, als hättest du hier viel Spaß. Ich muss wissen, wo er steckt. Oh, ich bin erst seit einer Woche hier, aber ich habe schon keinen Bock mehr auf diese Schwachköpfe. Außerdem habe ich bereits massenweise Pungas geklaut. Hey, wenn du immer noch wissen willst, wo Jackson sich verkriecht, kann ich dir helfen. Ich pfeife auf die Leute hier, weißt du? Seine Höhle ist unter der Kathedrale, ist aber schwer zu finden. Hier ein Schlüssel. Der Weg führt durch das Schiffswrack bei den Klippen im Osten. Kannst du die Narbe wegmachen? Deine Mutter hat mich beauftragt, dich zu finden. Hör mal, es ist ja nicht so, dass ich nicht heim will. Ich meine, ich liebe meine Mom.
auch wenn ich ihr manchmal die Haare einzeln ausreißen möchte. Es ist nur so, ich bin gekommen, um mein Glück zu finden. Etwas, mit dem ich mich verwirklichen kann, das ich nach Hause mitnehmen kann. Wenn du meine Mutter siehst, richt dir aus, dass ich nach Hause kommen werde. Irgendwann, aber noch nicht gleich. Natürlich. Kannst du die Narbe wegmachen? Du hast Glück gehabt. Wahrscheinlich bleibt dir kein dauerhafter Schaden. Die Narbe wird schon verheilen. Und dann bist du wieder wie neu. Natürlich wird dir trotzdem ein Stück Hirn fehlen. Aber wie es aussieht, hättest du das ohnehin nicht gebraucht. Und jetzt halt bitte still, damit ich dich wieder zusammenflicken kann. Narbe entfernt. Wer hat mir den Kopf aufgeschnitten? Warum wurde die Villa angegriffen? Moment mal. Das war alles Daxons verrückte Idee. Ich wäre nie so blöd gewesen, mich freiwillig für dieses Himmelfahrtskommando zu melden. Ach nee. Als ich das letzte Mal etwas zu nah an der Villa vorbeispazierte, hetzte mir so ein alter Ghoul seine Hunde an den Hals. Muss ich nicht nochmal haben. Ach ja, Desmond. Wer hat mir den Kopf aufgeschnitten? Ganz blick ich nicht durch, aber ich hab da so einen Verdacht. Ich werde mal ein bisschen rumschnüffeln, vielleicht finde ich ja was.